So, jetzt habe ich hier Markus Simons, Darsteller, Sänger und auch Organisator von der Schlagerparty hier in Hilden in der Stadthalle. Markus, wie geht's dir? Ja, jetzt hat man, ja, es fällt erstmal alles runter, ne, was man so die ganzen Tage, ganzen Wochen war natürlich sehr viel geplant und man denkt natürlich, ich bin das erste Mal. Natürlich mache ich auch Sommerfeste schon, aber in dieser Größe war es das erste Mal für mich. Aber ich muss ehrlich sagen, das Publikum war mega und alle Künstler waren da, ist alles gut gelaufen und ja, ich bin sehr zufrieden jetzt. Ich meine, Markus, du bist ja jetzt wirklich viel unterwegs, ja, Mallorca, Gran Canaria, singst, hast den Kiosk und schauspielerst noch. Wieso organisierst du jetzt noch die Schlagerparty oder hast diese Schlagerparty organisiert? Reicht dir das alles nicht oder wie kam es dazu, dass du dies jetzt hier organisiert hast? Also, man will natürlich immer wieder was Neues probieren, ne? Und der Veranstalter, der Georg Ott, der jetzt hier eigentlich die große Karnevalsveranstaltung über mehrere Tage macht, ne? Also morgens Seeräuberball, gestern war den Frauentag. Und der hat mich dann ja im Herbst gefragt, hör mal zu, der Freitag läuft nicht so stark. Also die letzten Jahre waren wirklich so 100, 150 Leute da. Und was können wir machen? Dann habe ich gesagt, ja, wir können eine Schlagerparty machen, weil Schlager läuft jetzt überall und läuft sehr gut. Ja, und dann lief das alles so, ne? Ja, man hat ja seine festen Leute, die immer einen begleiten. Die habe ich gefragt, habt ihr Lust, habt ihr Zeit? Und ja, dann haben wir das hier gemacht, ja. Und wie lief so die Organisation generell? Achso, ich muss ehrlich sagen, eigentlich ganz gut. Wir haben natürlich ein tolles Team, habe alle möglichen Leute angerufen und es muss ehrlich ganz sagen, hat ganz gut geklappt. Jetzt mit Oli P. war natürlich nochmal das Häubchen, ne? Das Sahnehäubchen, ne? Ich meine, klar, braucht man noch so ein mega Highlight und der Oli P. hat das hier heute gerockt und ich kenne den Manager sehr gut, habe den angerufen und hat gefragt, hör zu, was können wir machen? Und ja, der sagt, der Oli P. ist hier in München-Gladbach, das ist ja jetzt, ich weiß gar nicht, ich glaube 20 Kilometer oder sowas. Ja, da hat das alles gut gepasst und dann war der Oli hier und ihr habt ihn ja, glaube ich, auch alle miterlebt und ihr habt ja, glaube ich, auch ein Interview mit ihm gemacht. Er ist einfach mega. Ich meine, ich glaube, über 20 Jahre, gute Zeiten, schlechte Zeiten, Schauspieler, Moderator, er macht ja wirklich auch alles und neue Songs, alte Songs und die Leute singen alle mit. Das auf jeden Fall, natürlich, er war auf jeden Fall mega, hat ordentlich gerockt, die Bude. Und aber ihr ja auch, ich meine, du hast ja auch mit dem Frank Wendler zusammen wieder als du, bist du ja wieder aufgetreten. Ja, wie waren denn so deine Auftritte? Ja, also wir müssen ja sagen, ich muss ja immer noch mal wieder erwähnen, es war ja damals wirklich eine Schnapsidee, ne? Und wir waren in Düsseldorf auf der Rheinkirmes und da wurde die Laila angestimmt und es war ja noch da so ganz heiß, man durfte es ja eigentlich nicht und ich kannte es wirklich gar nicht. Und dann hat dann die Band dann losgelegt, hat dann doch Laila gespielt und ich habe dann gesehen, wirklich, ist auf jung, auf alt, alle auf Mann und Frau, alle auf Tische, auf Stühle, die haben die Laila gesungen und ich habe zu Frank gesagt, wir müssen die covern, ne? Und ich glaube, der Frank hat es, glaube ich, zu mir gesagt. Und dann, ja, dann haben wir das gemacht. Wir waren wirklich einer der Ersten und ja, mega. Also ich bin sehr stolz, was wir bis jetzt gemacht haben. So viele Songs, wo ja wirklich eigentlich nur geplant war, das eine eigentlich. Ne? Und jetzt gehen wir nächste Woche oder übernächste Woche ins Studio und nehmen unsere ganz neue Single auf. Ich darf natürlich leider den Titel noch nicht verraten. Und ja, und ich bin natürlich auch noch Solosänger. Ne? Ich habe ja auch jetzt schon nochmal ein Duett gemacht und habe dann auch einen Solosong rausgebracht. Der kam natürlich schon, der war schon ein bisschen gewagt. Ne? Und aber jetzt habe ich natürlich, ach so, was ich auch sagen muss, ist natürlich, es fing ja mit der Leila an. Und dann hat mich der Produzent angerufen. Und das ist der Originalproduzent, Dennis Geist heißt der Mann, der die Leila geschrieben hat. Und er hat mich angerufen und hat gesagt, hör zu, ich finde dich wirklich geil, hat er gesagt. Wirklich, so hat er es gesagt. Ich am Telefon so, oh, meint er mich? Ja, und jetzt hat er einen Song für mich geschrieben. Und nächste Woche drehe ich schon das Video auf Mallorca. Und ja, und am 15. März ist Veröffentlichung. Ich wollte es gerade sagen, ich meine, Release-Party steht ja wieder vor der Tür, steht an. Wieder im März, wie letztes Jahr. Da gab es ja auch die Release-Party, wir sind da Sommer. Und ja, was ist denn da geplant? Also, ich habe eigentlich jetzt so, die Veröffentlichung ist jetzt also am 15. März und es ist einfach so, das ist einfach auch reiner Zufall. Auf einmal fiel mir ein, hä? Am 15. März, vor 3 Jahren, habe ich den Kiosk, genau am 15. März habe ich den Kiosk eröffnet.
Da habe ich gedacht, okay, dann können wir ja natürlich eine kleine Party machen, ne, so ein bisschen. Ne? Ja, und jetzt machen wir die Veröffentlichung bei mir am Kiosk am 15.03. und natürlich das Dreijährige, weil das hat mir auch sehr viel geholfen. Und wie gesagt, der Kiosk macht mir wirklich Spaß und ich stehe wirklich immer gerne auch mit guter Laune und das sogar um 4 Uhr morgens. Wahnsinn. Ja, also das heißt, du kommst ja aus dem Feiern dann auch überhaupt gar nicht mehr raus. Wie gesagt, jetzt heute die Release-Party. Was gibt es denn sonst noch 2024 bei dir? Oh, das, ja gut, wir sind natürlich sehr viel gebucht. Wir sind wieder bei Krümel Stadel am 29.04. auf Mallorca und einen Tag später, ich glaube am 30. glaube ich, haben wir ein eigenes Konzert auf Mallorca. Ich meine, das ist natürlich schon mega. Und das auch im Krümel Stadel, da sind wir natürlich mega stolz drauf, ne, dass wir waren da schon, aber haben dann so 2-3 Songs gemacht. Und jetzt wird dann eigentlich, es ist nur eine Party für uns an diesem Tag bei ihr da, ne? Ist schon mega. Also, zieht ihr jetzt irgendwann nach Mallorca? Weil ich meine, da seid ihr ja eigentlich auch jetzt ständig zweite Heimat. Nein, wir bleiben schon hier in Deutschland. Also es macht uns Spaß, ob jetzt Gran Canaria oder auf Mallorca oder hier in Deutschland. Nein, also ich bleibe auf jeden Fall noch hier. Mein Kiosk muss ja weiterlaufen. Definitiv. Und da gibt es ja auch bald wieder was am Kiosk. Und zwar im Juni, habe ich gehört. Genau. Also am 29. und am 30.06. machen wir wieder das Sommerfest Kiosk am Kreisel in Hilden in der Lise-Meitner-Straße. Und wir haben gedacht, das müssen wir jetzt nochmal toppen und jetzt machen wir 2 Tage. So, und das machen wir jetzt, machen natürlich auch eine tolle Verlosung noch dabei. Es gibt eine Mallorca-Reise zu gewinnen, aber auch andere tolle Sachen. Und so, ja, so planen wir das alles mittlerweile. Also ein super tolles Jahr 2024 mit dir. Ja, wir sind auf jeden Fall mega gespannt, was es sonst noch dann alles gibt in der zweiten Hälfte von 2024. Ich meine, die erste ist ja schon bombastisch. Und wir bedanken uns recht herzlich hier für das kleine Interview und wünschen dir jetzt noch viel Spaß, beziehungsweise dann auch einen guten Heimweg, weil wir sind ja hier relativ am Ende und freuen uns schon, ja, auf die nächste Schlagerparty. Gibt es denn eine nächste? Auf jeden Fall. Also gerade habe ich mit den Mitveranstaltern, mit den Geo Ott gesprochen. Und ja, wir planen also für nächstes Jahr, wird es auf jeden Fall Teil 2 geben. Mega, da freuen wir uns auf jeden Fall und wie gesagt, danke nochmal fürs kleine Interview. Alles klar, vielen Dank.